Heyo Leute, es ist Sonntag. Heute leider kein News-View dafür, aber das Special, was ich euch versprochen habe. Und zwar neigt sich das Jahr ja langsam dem Ende entgegen. Wir haben viele coole Spiele dieses Jahr gehabt. Und damit ihr wisst, was so 2014 auf euch zukommen könnte und was eure Geldbörse vielleicht so ein bisschen belastet, habe ich euch so ein kleines Special zusammengestellt. Das Ganze ist unterteilt in zwei Teile. Den einen heute mit diesem Video und den anderen gibt es am Dienstag, am 31. Und das wird dann auch das letzte Video des Jahres sein. Also ich hoffe, es gefällt euch und dann geht's auch direkt los. Dass es irgendwann ein neues Metal Gear geben wird, war eben klar. Und trotzdem standen allen die Münder offen, als der erste Trailer auf der E3 2013 veröffentlicht wurde. Denn die Grafik war einfach bombastisch. Doch das war nicht die einzige Überraschung, die uns beim fünften Teil erwartet. Und so wird Metal Gear Solid 5 in zwei verschiedenen Spielen gesplittet sein. Der Hauptteil von MGS 5 wird als The Phantom Pain erscheinen, während der Prolog Ground Zeroes heißen wird. Dies wird so gehandhabt, damit Metal Gear Fans nicht zu lange auf das Spiel warten müssen und deshalb erscheint Ground Zeroes bereits im Frühjahr 2014 und dient als Bindeglied zwischen dem Vorgänger Peace Walker und Phantom Pains. Bei Ground Zero wird es sich jedoch nicht um ein Vollpreisspiel handeln, da bestimmte Elemente wie das Wetter oder das Tageszeitensystem zwar implementiert sind, aber erst beim Vollpreistitel voll zur Geltung kommen werden. Die beiden Spiele erzählen dann mit Serienstruktur, wie aus Naked Snake, dem Schurken des ersten Teils, der Big Boss werden konnte. Ich bin wahnsinnig gespannt, was uns mit dem PlayStation-exklusiven Open-World-Spiel erwartet, jedoch stellt sich mir da die Frage, ob das Prologspiel wirklich Sinn macht oder nur noch mehr Bugpotenzial mit sich bringt. Viel ist mittlerweile bekannt über Watch Dogs und eigentlich sollte das Spiel ja auch schon dieses Jahr erscheinen, doch aus Angst vor der Konkurrenz und angeblich zu Optimierungszwecken wurde der Release auf Frühjahr 2014 verschoben. Watch Dogs spielt ja in einem Überwachungsstaat-Zukunftsszenario, wo jeder ein gläserner Bürger und alles miteinander vernetzt ist. Für fähige Hacker ist das natürlich ein Traum und so ein spielt man dann auch in Form von Aiden Pierce. So weit, so gut, denn das spielt sich so wie ein Mix aus Assassin's Creed, was ebenfalls von Ubisoft ist, und GTA. Doch das Interessante daran ist, dass sich jederzeit andere Spieler in das eigene Spiel einklinken, einen unterstützen oder Steine in den Weg legen können und so das Spiel beeinflussen. Ob das Ganze zu sehr Assassin's Creed wird und ein Rohrkrepierer oder uns da ein grandioses Spiel erwartet, sehen wir bald. Meist sind Spiele, die auf Lizenzen basieren, nicht besonders gut und qualitativ eher unterdurchschnittlich, jedoch steht uns mit South Park, der Stab der Wahrheit, ein Lizenzspiel ins Haus, das mit allen Wassern gewaschen ist. In dem Rollenspiel übernehmen wir die Rolle eines kleinen Kindes, das neu in South Park ist und sich nun begleitet vom typischen Humor der Serie im Stil von alten Final Fantasy Spielen in Cartoon-Grafik durch die Stadt prügeln und rätseln muss. Dass dabei wahrscheinlich kein Auge trocken bleiben wird, ist zu erwarten, da die beiden Serienerfinder am Storyboard mitgeschrieben haben. Da bleibt nur zu hoffen, dass es dann auch wirklich nächstes Jahr erscheinen wird, denn der Release wurde nun schon mehrmals nach hinten gesetzt. Wenn das Entwicklerteam von Halo an einem neuen Spiel arbeitet, dann schaut die ganze Welt zu. Und wenn es sich dann auch noch mal ein Sci-Fi-MMORPG mit individuellen Geschichten und Waffen handelt, dann sind alle hin und weg. Bei Destiny sollte jeder Entdecker auf seine Kosten kommen, denn neben der Welt, die bis zu 2 Quadratkilometer groß ist, soll es ein ganzes Sonnensystem voller Welten zu entdecken geben. Und neben den 3 Rassen und 3 Klassen wird man wie bei Borderlands individuelle Waffen bei den Gegnern finden können und kann Instanzen mit Gruppen- oder im Koop-Gefechten einzigartige Waffen finden. Events werden Guild Wars 2 ähnlich dynamisch skaliert und jeder kann daran teilnehmen. Wenn sich bei Destiny nur noch eine Diablo-ähnliche Sammelsucht einstellen kann, dann erwartet uns ein grandioser Multiplayer-Kracher. Auch wenn die Wii U nicht gerade die beliebteste Konsole ist, wird auf ihr natürlich trotzdem ein neuer Teil der beliebtesten Rennspielserie überhaupt erscheinen. Die Rede ist natürlich von Mario Kart 8. Bei diesem wird es diesmal nicht nur eine völlig überarbeitete Grafik geben, sondern es sind auch neue Gameplay-Mechaniken wie das Fahren über Kopf oder an Wänden dabei. Ob das reicht, um der Serie, die zwar immer Spaß bringt, mittlerweile aber schon leicht angestaubt ist, neuen Wind unter die Räder zu pusten, werden wir im Frühjahr 2014 erfahren. Das Steampunk-Spiel The Order 1886, das in einer Fantasy-Version der viktorianischen Ära spielt, wurde ebenfalls auf der E3 2013 announced und soll im Herbst 2014 erscheinen. Bei The Order handelt es sich um ein Third-Person-Action-Adventure, bei dem in die Rolle eines Ritters schlüpft, der einem uralten Orden angehört. In dem Spiel werden reale Personen, Orte und Waffen mit experimentellen Knarren und Fantasywesen vermischt und es soll so ein ganz eigenes visuelles Erlebnis geschaffen werden, das an einen Kinofilm erinnern soll.
Ob das wirklich stimmt und die Grafik im Trailer der des späteren Spiels entspricht, werden wir leider frühestens Ende nächsten Jahres erfahren. Nachdem der Vorgänger enttäuschte, sollen nun Dragon Age Inquisition die Kohlen aus dem Feuer holen und das Beste aus Teil 1 und 2 kombinieren, um ein richtig gutes Spiel zu sein. In der völlig offenen Spielwelt, die dank Frostbite Engine 3 grandios aussehen wird, kann man mit seinem voll vertonten Held durch die Welt, die durch Bürgerkrieg und Dämoneninvasion geprägt ist, ziehen und Entscheidungen treffen, die nachhaltigen Einfluss auf das ganze Gebiet haben können. Ich bin gespannt, ob BioWare hinter der guten Grafik auch noch ein interessantes Spiel verstecken kann und ob das Spiel Ende 2014 unter vielen Weihnachtsbäumen liegen wird. Nachdem viele Fans sich jahrelang auf einen Reboot der Serie gefreut haben, gab es nach Ankündigung dieser erstmal auf den Deckel. Die Rede ist natürlich von Thief. Denn die Fans wollen keine modernen Quicktime-Events oder Einschränkungen, die kein Mensch braucht, und dementsprechend ruderte Eidos schnell wieder zurück und verschob den Erscheinungstermin und schmiss diese Features gleich wieder raus. Nun müssen auch alle ein wenig länger warten, bevor sie mit Meister Deep Garrett durch The City schleichen können, die diesmal von The Baron und der Pest heimgesucht wird und wo es ohne Töten eines Gegners möglich sein soll, das Spiel zu beenden. Ob das Ganze am Ende beeindrucken kann, bleibt abzuwarten. Das Entwicklerstudio von Alan Wake arbeitet derzeit an dem Xbox One-exklusiven Mystery-Action-Spiel Quantum Break. Durch missglückte Experimente kommt es in der Spielwelt immer wieder zu Fehlern in der Zeit, und so kann diese stehen bleiben oder stocken, und dementsprechend bildet sich ein interessantes Gameplay-Feature. Damit der Spieler auch abseits des Spiels am Ball bleibt, wird es zeitgleich ähnlich wie bei Defiance eine Serie zum Spiel geben. Dass Remedy Geschichten erzählen kann, haben sie bei Alan Wake bewiesen. Ob sich das auch auf dieses Spiel mit Serie übertragen lässt, bleibt jedoch abzuwarten. Und das war's auch schon wieder mit dem ersten Teil von den Top Games 2014. Den zweiten Teil findet ihr dann am Mittwoch, am 31. hier auf meinem Kanal. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen oder teilt es sogar. Und abonnieren wäre auch cool, weil dann bleibt ihr auf dem Laufenden und seht sofort, wenn das neue Video am Mittwoch da ist. Und ansonsten kommt gut in die Woche und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Haut rein!